Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Also das kostet Kijal. Ich rate einfach mal. Ich habe jetzt auch nichts gefunden. Ich habe es bei Google eingegeben. Gab lediglich das Ergebnis zu einer Timelines-Wiki-Seite-Video. Ich vermute, es hat was mit dem Kost Amoyan zu tun, was ein Paargeist aus Deep Space Nine ist. Okay. Aha. Ja. Paargeister lernst du dann auch noch kennen. Schön. Alle 12 Sekunden verliebt sich ein Geist bei Paargeist. Ich Paargeist jetzt und du. Ich Elite Paargeister jetzt. Wie heißt ja das? Oh Mann, nee. Paargeister. Trägt nur Gemeins auf. Das klingt wie so eine Tier-Doku. Die Paargeister treten für gewöhnlich in ihren natürlichen Lebenskreislauf immer nur paarweise auf. Stirbt eines von ihnen, stirbt auch das andere instant sofort aus Solidarität hinterher. Aus Herzschmerz. Aus Herzschmerz. Oh. Naja. So, hier ist mal dieses... Ich will gar nicht zu sehr drauf rumreiten, aber es ist natürlich jedes Mal so ein bisschen so, dieses Gefühl, jedes Mal, wenn irgendeine Zeitung oder in den Nachrichten so Härchen stirbt und der Hund daraufhin innerhalb von Sekunden hinterher oder andersrum, ja, dieses, die waren so miteinander verbunden, bla bla bla, dass sie das emotional nicht durchgehalten haben. Emotionale Scheiße hier, interessiert mich nicht. Also ich finde, es wird zu viel drauf rumgeritten. Auf dem Hund, ja, ist klar, dass er dann stirbt. Liebe Peter, wendet euch an diesen für diesen Kommentar bitte direkt an Valvo. Muss doch so eine Dinges reinbauen, so einen Disclaimer. So, ich bin dafür nicht verantwortlich für das, was der mit mir im Video sagt. Es ist alleine seine Meinung. Immer mit der ganzen Politik-Sendungen. Ja. Handelt sich lediglich um die eigene Meinung. Ja, gibt es für euch eigentlich auch so unendlich viele gefühlte Politik-Sendungen am Abend, wo... Ich halte mich da fern. Ich merke einfach, dass mir Politik nicht gut geht, tut, dass ich mich ja, da nur aufregen kann. Ich gucke sie auch nicht, aber es gibt halt, auch wenn man sie nicht guckt, man weiß es gibt sie und davon gibt es verflucht scheiß viele. Ja, ein paar gibt's schon, ja. Okay. Aber, ja, wie gesagt. Guck ich nicht. Ich auch nicht. Ja, sonst so. Mehr Politik als sein, als hier heute drin. Ja, dann gibt's doch das tolle... Das beste, das genialste Angebot aller Zeiten, 1250 Kronitons. Ui. 10,99. Nicht. Ach, ich schlag gleich zu. Das ist ja mir so verlockend präsentiert. Kaufen Sie jetzt. Ja, dann gibt es noch die Falkenfalle. Eine Konstellation aus Spock, Seda und Riker. Ah, ja. Stimmt, ja, Spock, Seela, der Riker. Steht sogar oben. Aber passt schon. Ja. Das ist ein 5-Sterne-Riker, ernsthaft? Ja, gut, das frage ich mich bei manchen, bei vielen Sachen. Voll, also, da radeln nie nix, etc. Alke assoziiere ich jetzt mal in Zusammenhang mit den Romulanern, weil die haben ja ständig diese Vögel mit Raubvogelklasse oder das Logo und in der Originalserie hatten die Raumschiffe der Romulaner ja immer von unten so einen riesigen Adler an das Raumschiff gemalt. Dieses gelbe Ding, was hier ja, ja. Und Spock, okay, es ist die Folge, wo Spock versucht mit den Romulanern wieder einen Zusammenhang zu finden.
So, Sela, okay, ist Romulanerin. Kommt auch in der Folge vor. Was Oder hat Minta Khan Riker denn mit jetzt am Hut? Das ist immer so, dass irgendwer nicht dazu passt. So fast wie finde den Fehler. Gefunden, gefunden! Also so wie rechts daneben. Bei Wobei Premium. sie. Finde bei Premium den Fehler. Dass nie was Goldenes in den Kisten ist. Deswegen steht ja unten auch nur extrem seltenes und nicht golden. Genau. Ja, der Riker sieht schon so aus, als hätte er da irgendwie Spitzohren. Warte mal, Winterkahn. Vielleicht war er da auf romulanischer Geheimexpedition, so wie Troy das mal war. Die ist ja, glaube ich, sogar irgendwie verändert worden. Da gab es doch mal eine romulanische Troy. Vielleicht gab es das von Riker auch. Star Trek Minterkana. So. Oh, okay, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht mehr. Die Minterkaner sind eine, Achtung, Achtung, protovulkanische Spezies, Okay. die Wieder sich was auf gelernt. dem Niveau der irdischen Bronzezeit befindet. Auf dem Niveau? Also das Niveau, Niveau was kann ist denn ein auch. Niveau? Niveau kann rauf und runter gehen. Ich hätte jetzt ja eher gesagt, irgendwie, weiß nicht, so im fortschrittlichen Zeitraum der Bronzezeit. Aber wie war denn das Niveau in der Bronzezeit? Sehr hoch. Also gefühlt war es nicht so hoch. Also. Wieder Ist was gelernt. Bronzezeit für sie das Niveau, ja. Jo. Das ist dann das. Es gab auch eine Selar im Angebot, die war irgendwie minus 60%, aber da ich die eh schon voll habe, Ja, ich hab die auch schon voll. ich das Und die ist nicht auch so wieder weg gejuckt. hier, ne? Die war nur ganz kurz drin, ne? Ja. Die war auch schon mal irgendwie drin. Also Sela war Ja, stimmt. öfter mal im Kauf. Könntest du die auch mal andere reinpacken? Die man vielleicht doch nicht hat. Zum Beispiel den letzten Bergier. Ach, du Oder den schon letzten wieder. Zekufma. Oder Picard. Egal. Komm, drehen wir das Daburat. Und sind unseres Lebens lustig. Erste Reihe. Nicht ganz, zweite Reihe. 300 Baupläne für den Yeah. Krieg. The Cora Marauder. 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 Harry. Marauder. Howdy, Marauder. Die neue Serie. Howdy, Marauder. Ich hoffe, ihr hört den Hund im Hintergrund gerade nicht. Der tobt sich wieder super im Stiegenhaus aus. Mach nur weiter, wir nehmen nur gerade auf. Was ist denn ein Stiegenhaus? Wie nennst du das, wenn vor der Tür, wenn man in der Wohnung wohnt? Treppenhaus? Garten. Ach, Treppenhaus. Ja, Okay. Treppenhaus. Okay. Stiegenhaus. Ernsthaft? Das muss ich jetzt mal googeln. Gleich mal googeln. Also Stiegenhaus. Stiege sagt man bei euch gar nicht? Ja, doch zu Obstkisten und sowas. Eine Das ist eine Stiege. Oder Steige. Steige, stimmt sogar. Also noch anders. Okay. Ah, wieder ein Wort, was ihr nicht kennt. Ja. Diese Deutschen. So. Ja, doch, ein paar Deutsche werden es kennen. Das kommt aus dem süddeutschen Österreichischen. Okay. Bayern. Der Bayern. Der. Oder der Bajuware und maximal vielleicht noch die im Schwabenländle. Ja, also kommt ja an die ganzen Spätzle-Heinis da unten. Oh, wir verabschieden uns auch an der Stelle von den Spitzleinis. Ich frage mich, wie viele Gruppen wir eigentlich schon verabschiedet haben. Kann das mal jemand nachziehen?
Viel Spaß bei 200 Folgen Stellaris nochmal durchschauen. Ja, bei den Nachrichten gab es Independent 650 Dilithium Pack Issue, was auch immer. Irgendwelche Leute, die sich ein Pack gekauft haben, kriegen irgendwas. Ja, da ich mir kein Pack gekauft habe, kriege ich nichts. Dankeschön. Ach, das war das? Ich habe es ja ehrlich gesagt nicht durchgelesen. Ich habe nur Independence gelesen, 250 Kronitonen und habe auf Annehmen geklickt. Ich dachte, es hätte nur irgendwas mit dem hier amerikanisch Independence Day. Was war das denn? 4. Juli gestern oder so? Ich dachte, damit hätte das irgendwas zu tun gehabt. Nee, ich glaube nicht. Vielleicht das Anlehnung drauf, aber es war eher nur so ein. Okay, uns ist ein Fehler unterlaufen. Und ihr kriegt dafür nichts. Den einen finden Sie dann mal, ja? Ich habe mit dieser Aussage nichts zu tun, das Raptor Beam. Also, wenn ihr das Video sperren wollt, dann. Liebes Disruptor-Video, wartet mal bis zum Ende des Jahres ab. Ich habe da vom letzten Mal noch eine schöne Outtake-Aufnahme vom guten Falvo. Okay. Es kann vor Gericht gegen mich verwendet werden. Oder wie geht das? Das Einzige, was für dich sprechen könnte, ist wahrscheinlich, dass man dich nicht erkennt. Ich wollte so ein bisschen erkältungsmäßig klingst und direkt Okay. mal sagen, das war nicht seine Stimme, das war garantiert nicht er. Aber sonst sind wir eigentlich sogar durch. Und fertig sind wir auch noch. Fix und fertig. Merkt man wahrscheinlich gar nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ja, weißt du, hast du noch was? Das war halt schnell gefragt, ne? Ich meine, Shuttles, nö, KCA bin ich auch noch nicht durch. Sternenbasis immer auf Level 55. Wir haben Plätze in der Flotte frei, ist mir letztens aufgefallen. 47, 48. Oh, wir haben wieder 9. Wir haben mal 9. Ja, ein 9 ohne XI, also na, vielleicht bald wieder 47. So, sortiert sie auch mal da. Dinges Und hat hier. eine neue Flotte aufgemacht, die Faljame als neue Offizierin Jetzt und die Flotte ist Flotte. auch gleich wieder voll. Die hat uns verlassen? Ja, Flotte sage ich, Entschuldigung, Geschwader, genau so heißt der Scheiß. Ach so. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, sie hat ja irgendwas da geschrieben hier im Offizierschat. Wie heißt das Ding? Irgendwie so ein. Da war schon die Spinnweben dran waren, bevor sie was reingeschrieben hat. Ja, ich meine, wie willst du das auch nutzen, ja? Also, einer schreibt was rein in der Hoffnung, dass die anderen Offiziere das lesen, aber 2 Stunden, oder wenn du nicht live eingeloggt bist, Keine Chance. ja, keine Chance, das zu lesen. Jo. Sag mal. Ich krieg gerade einen Schock. Alvo. Hallo. Wir sind durch und wir sind gerade aber 43 Minuten durch. Ja? Sag ja nur zwei Folgen diesmal. Was ist denn da los? Und 2 kurze Folgen. 21 Minuten. Der arme Willi Jakob, der weiß doch schon am Sonntag nicht mehr, was er tun soll. Ja, er wird panisch in der Wohnung herumrennen. Jetzt? Oh, jetzt haben wir den auch noch verschreckt. So schön. Nimm uns nicht wieder nicht zu Good job. ernst, bitte. Und in diesem Moment haben wir beide ein D-Abo bekommen. Daumen runter. Oh, Community-Belohnung freigeschalten. Toll, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Dankeschön. Bei mir nicht. Muss doch mal 256. aktualisieren. Ah, jetzt. Ah, jetzt. Toll, jetzt habe ich wieder keinen Platz. Wir freuen uns über jedes Geschenk. Scheiße. Und jetzt? Toll, er macht das Raptor Beam, ey, ernsthaft mal. Was können wir überhaupt?
Oh Mann, ey. Ist auch die richtige Reaktion, wenn man ein Geschenk kriegt, was man nicht möchte. So. Und jetzt? Was soll die Scheiße? Das ist aber auch so eine, also ich weiß nicht, sagt man das bei euch auch eine typische Angewohnheit der Deutschen oder so, dass wir immer eigentlich Nörgeln? Das Bäcker- und Nörgelvolk irgendwie. Mhm. Das sagt selbst zu uns selbst eigentlich auch andauernd. Ja. Okay. Hat sich bei uns auch schon rumgesprochen. Ich denke gerade, einmal habe ich mich als Kind. 10.000 Euro. Ja, toll, wo soll ich damit jetzt hin? Das passt doch gar nicht in den Portemonnaie. Das passt mir jetzt so gar nicht in den Kragen. Mensch, nö. Einmal habe ich mich als Kind, was mir heute noch voll leid tut, also voll aufgeregt. Da hat mir meine Mutter irgendwie zu Nikolaus, weiß nicht, ob du das auch kennst, am ja. 6. September, Dezember, da kann man ja was schenken und da haben wir halt immer so Süßigkeiten geschenkt und da habe ich irgendwie keinen Schokobanane-Nicolo bekommen und ich habe mich so geärgert und gesagt, oh, Scheiße, hab ich so aufgeregt. Es tut mir heute noch total leid, weil sie ist halt in Tränen ausgebrochen, weil hat sich ja trotzdem Mühe gemacht und irgendwie was geschenkt. Und einer Typ, es war einfach halt mal hingehen und jetzt entschuldigen. Ich habe es dann eh später noch 1000 Mal gemacht, weil es mir dann so bewusst worden. Als Kind nimmst du das im ersten Moment nicht wahr, wenn du jemanden emotional verletzt. Das weil ich sicher nur denkst, so, aber man wollte doch das andere haben. Wieso kriegt man jetzt so einen Scheiß? Aber ich hab doch auf meinen Wunschzettel nur 47 Wünsche geschrieben. Warum werden denn jetzt nur 21 davon erfüllt? Nee. Und das ist ja offiziell eigentlich der Weihnachtsmann. Also, wieso nörgeln meine Eltern jetzt so rum? Ganz komisch. Haben die es nicht richtig weitergeleitet? Wieso jammern die jetzt über so viel Geld? Ja, das ist doch gar nicht gezahlt. Ich hoffe, wir schauen keine zu, die noch an den Weihnachtsmann denken. Illusion. Stimmt. Dann haben wir das jetzt auch verkackt. Redet mit euren Eltern, die machen das schon. Ich hab das einmal versehentlich erlebt. Hast du auch schon Weihnachtsmann gespoilert hast, oder was? Gespoilert, dass es den nicht gibt, weil ich dachte, die Person wüsste es bereits. Das war. Ich war vielleicht 10? Nee, noch jünger. Minuten jünger. Ich war eine Grundschule. Also ich weiß nicht, wann hast du erfahren, dass es die Weihnachtsmann nicht gibt? Also bei mir war es mit der Einschulung so ziemlich. Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Okay, also mit 6 habe ich es dann, also 5 oder 6 habe ich es erfahren. So. Und irgendjemand aber aus meiner Klasse dann, also wie gesagt, Grundschulklasse. Das ist so ein Arsch. Das hat man ja in der Grundschule, wurde sowas ja noch dann halbwegs zelebriert mit so einem Hausmeister, der sich dann pseudohaft verkleidet oder irgendwie sowas und dann irgendwelche, geht durch die Klasse und verteilt dann irgendwelche Süßigkeiten-Tütchen oder sowas, ja. Also an die Lehrer und die. Ja. Halt, ich weiß nicht, was gab's denn bei euch? Also bei uns gab's nicht ein kleines Tütchen halt, einfach nur. Ein Tütchen ist doch bei uns eher so drogenmäßig zu sehen, oder? Ein gedrehtes Tütchen. Verteilt kleine Tütchen. Tütchen. Meinetwegen auch ein Jute-Tütchen. Herrschaftszeiten. Okay, ja. Also der Schuh wird verkauft Drogen. Ich könnte von ihrem Staatsgehalt gar nicht leben, ey. Die ganzen Lehrer, hallo. Okay, was war dann? Grundschullehrer heutzutage keine Zigaretten mehr an die Schüler vertickt, der kann doch von seinem Gehalt nicht mehr leben. Und weiter? Was war da die Pointe? Auf jeden Fall gab es da eine in der Klasse, die offensichtlich von ihren Eltern noch nicht dahingehend informiert oder unterrichtet wurde, dass es den noch gar nicht gibt. Und die hat vehement von, den gibt's doch, ich hab doch extra einen Zettel, bla 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 bla.
So, die Ferien nach Dann Weihnachten kam verbringen. klein Arno. Ja. Also, passe mal auf hier, Mädel. Wollte das ja am Anfang nicht glauben. Das war das Schlimme. Und dann habe ich es irgendwann, als Kind realisierst du im ersten Moment nicht, wenn du so einen, in Anführungszeichen, Traum zerstörst, ja. Ich habe es dann irgendwann gemerkt, so nach dem siebten Versuch, so, nee, den gibt's nicht. So in radikaler Ach, auch Emotionslosigkeit. sehr einfühlsam gewesen. Ja, klar, es wird Den aber Zeit gibt's gemacht. nicht, hallo! Wie ging Okay. dieser Spruch, Kindermund tut ehrlich, Grund oder irgendwie so? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie so, also, naja. Ehrlichkeit kund. Genau, und ja, dann gingen die Weihnachtsferien ins Sande. Also sie kam wieder mit total verschwitzt. Du hattest ja recht. Da wusste man so, oh, okay. Ups. Übrigens, meine Eltern warten draußen, möchten mit dir reden. Das eigentlich erst mit 20 machen. Oh, okay, danke. Ach ja. Also das hast du noch nicht gebracht, irgendjemanden die Illusion zu für irgendwas zu nehmen. Nee, das noch nicht. So Muss ich. gemein war ich dann noch nicht. Hinterhältig. Oder zumindest nicht absichtlich. Wer weiß das schon? Ja. Heutzutage kann ich zu sowas auch Spoiler-Alarm sagen. Ja, stimmt. Heutzutage. Spoiler, Muss der das. Weihnachtsmann gibt's nicht. Gleich hintereinander. Ich hab dich doch gewarnt. Schön. Was deine Eltern dir die nächsten Jahre vorhalten werden, ist Fake. Schreib mit. Mach gleich ein Reaction-Video auf YouTube. Den Weihnachtsmann gibt's gar nicht. Boah. Ich reagiere auf den Weihnachtsmann. Oh nee. Lieber nicht. Unge reagiert auf unsere Reaktionsvideos, ja. Ja. Wie sind wir jetzt eigentlich im Hochsommer bei Weihnachten gelandet? Ich hab keine Ahnung. Irgendwie über Umwege. Aber wir haben fast die eine Stunde jetzt geschafft. Aber ich würde sagen, wir sind eigentlich sind wir durch. Ja, Wir können eigentlich abgeben. würde ich auch sagen. Was kann ich noch? Oh cool, ich kann Dann Thomas schreibt fragen. uns eure Weihnachtsgeschichten in den Kommentarbereich. Entschuldigung an allen Eltern, die jetzt dieses Jahr ein verfrühtes Gespräch mit ihren Kindern führen müssen. Und nein, wir nehmen noch nicht vorab auf, Willi Jakob. Es ist noch nicht Weihnachten bei uns. Star Trek Timelines Vorproduktion, 2000 Folgen. Das wär's. Nicht. Läuft eigentlich Stellaris noch? Ich habe das ehrlich gesagt gar nicht mehr so intensiv verfolgt. Also die Doch, doch, Folgen kommen läuft ja. noch. Okay. Bis Ende des Monats? Mitte des Monats? Sowas. Ich glaube, 20. herum. Was denn? Was ist das denn? Stellaris? Das ist ein Spiel von Paradox, das. Nee, was Was? denn? Nee, das meinte ich nicht, ich war gerade sehr irritiert über das Thumbnail. Da ist eine gewisse Gruppe live gegangen. Okay. Game Tube. Aber das Thumbnail sind irgendwie die. Sind das die Royals? Ich Ich glaube, weiß das es ist. nicht. Ich glaube, das eine ist Harry. Also nicht der Potter, sondern der Harry von den Der Royals. Kim. Jung und ja, nee, ist klar. Ah, okay, ja. Ah, ja, das ist lustig. Musst du mal, das musst du angucken. Als die Revue? Ja, Die, Revue. ja, für alle Leute, die sich jetzt denken, hä, was, wie, was labern die da? das ist GameTube, das sind drei Leute von GameStar, die machen einen privaten YouTube-Kanal In und drei hat es seine raus. die drei Leute, die noch bei GameStar sind und einer, der mal bei GameStar war, der Wer Martin. von denen?
Der Martin ist nicht mehr bei GameStop. genau, der macht jetzt sein eigenes Ding, der hat jetzt einen eigenen YouTube- und Twitch-Kanal auch, also eh schon seitdem er bei GameStar weg ist. Und ladet da halt so Sachen hoch und mit GameTube macht er auch mit. Ah, okay. Also, ja. Aber gegründet GameTube haben ja alle vier, ne? Ja, ja. Genau, also die sind eh immer noch nach wie vor dabei. Jo. So ist halt der Martin eher auf Spenden und so weiter bei seinen privaten Streams, bei Patreon und so weiter. Und mein GameTube ist auch bei Patreon, aber die hängen das halt nicht so an die Glocke und da gibt es jetzt keine Paywall zum Beispiel. Wenn man was spendet, kriegt man quasi trotzdem denselben Inhalt, wie wenn man nichts spendet. Und das macht halt der Martin bei seinen Streams ein bisschen anders. Ja. Ich oute mich jetzt mal als absoluter Noob. Was ist eine Paywall? Wenn du quasi sagst, die Leute können sowas, was spenden, ja. Also sagen wir mal, 2 Euro spenden und du kannst, und nur du siehst das Video, was er gerade hochgeladen hat. Und also nur die halt gespendet haben, zum Beispiel. So spezielle Inhalte für Spender. Und das hat halt der Martin auf seinem Kanal und GameTube hat das halt nicht. Das ist normalerweise andersrum, ne? Spezielle Inhalte von Spendern, aber. Aber dann sind wir beim illegalen Organhandel. Aber das ist eine andere Geschichte. Und die erzählen wir beim nächsten Mal. Ja, und dieses. Dann haben sie so ein Format rausgebracht, wo sie quasi so Klatschzeitschriften verarschen. Also die lesen sich dann. Das wird mir gefallen. Also Zeitschriften durch. So irgendwelche. Ja, Freizeitrevue gibt es ja, glaube ich, bei euch in Deutschland. Wo halt dann über die Royals und so weiter berichtet wird. Und das nehmen die halt. Deswegen dieses Royals-Bild. Ja, genau, das nehmen die halt dann aufs Korn. Und lesen halt dann die ganzen Geschichten halt vor, die da drinnen stehen. Und okay. Teilweise sind es halt wirklich so Hanebüchen. Das hat halt die Story nichts mit der Überschrift zu tun, zum Beispiel. Oder ab und zu wiederholt sich's auch. Dann ist dasselbe drin, was schon vor 2 Wochen drinnen war. Das ist immer ganz lustig. Und dann bringen sie das halt irgendwie ganz witzig noch rüber. Eine Zeitschrift kann sich verkaufen, 2-mal hintereinander selbst nochmal, oder was? Ja. Ja, läuft. Man braucht es nur in einen kleinen anderen Contest geben. Also. Eigentlich müssten wir jetzt den Stream ab, also den Stream sage ich schon, die Aufnahme abbrechen, damit wir den Quark da gucken können. Mhm. Oder? Gut lachen. In diesem Sinne. Bedanken uns fürs Einschalten. Sein, dass wir nächstes Mal wieder mit dabei bin. Und was sage ich jetzt noch mal? Hummel, Mos. Voll professionell. Boah, da ist gerade ein Video untergekommen. Wir müssen schnell aufhören hier. Aber gut, wir sind ja wirklich durch. Im wahrsten Sinne. Die beenden immer ihre Aufnahme mit: Guck, hat ein Video untergeschaltet. Ich muss abschalten. Tschö. Na, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich halte es auch beim nächsten Mal wieder ein. Ja, und dann hat Dano die letzten Worte. Zeigen die ja gerade ernsthaft Bilder von Helene Fischer? Dano muss weg. Setz dich im Helene-Shirt hin. Ja! Helene! Ja, in dem Sinne, ich bedanke mich auch fürs Einschalten. Nicht vergessen, kommentieren, abonnieren und liken. Und dann sehen wir uns alle beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt: Star Trek Timelines hat einen neuen Müll rausgebracht. Timelines! Das war übrigens die Aussage von Anna Holleck, ne? Also ich möchte damit nicht belangt werden. Ich finde es super, was die machen. Jede Woche aufs Neue. Daumen nach oben, das war auf der Beam. Valvo, glaub mir, ich hab's auf die nette, freundliche Art versucht und sie angeschrieben, aber man kriegt keine gratis Chroniton oder EC oder Einheiten oder Promomaterial, Keys oder sonst was. Ah ja, da kommt sie raus. Du erinnerst dich an unseren Masterplan vom letzten Dezember, Weihnachten. Eventuell, ja, für unsere Zuschauer da was rauszuschlagen. Nein, wir nehmen wirklich nicht vor. Jetzt ist 2017 das Weihnachten, hatten wir einen Masterplan. Dieses Jahr ist der Masterplan einfach so lange bashen, bis das Spiel untergeht. Nein. Frohe Weihnachten. In dem Sinne, alles Gute. So, machen wir jetzt wirklich aus, das ist unter einer Stunde.
wenn noch 4, 3, 2, 1. Eine Stunde! Oh Gott. Das hat die Welt gebraucht. Ja. Ich bin hier gerade beim Event voll gut fleißig dabei. Über 23.000. Wie machst du das ohne. Also, wie viel Chroniton hast du jetzt schon geopfert? Ne, gar keine, aber die kriegt man ja immer wieder. Ist ja gleich die erste Belohnung, ja, sind ja Chronitonen. Weißt du, ich kann ja, nie baust du wieder ein bisschen was und dann gibt's schon wieder Chronitonen. Also, ich habe jetzt. Ich kann nichts bauen. Nix ich kann gar gekauft oder irgendwas. Jetzt muss ich mir über Chronitonen da würfeln. Oh, alles zu bekommen. Unglaublich. Unglaublich. Ja, nee. So, okay. Gut. Jetzt lass ich da wirklich bleiben. Also dann, danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Woche. Ciao. Ciao.